Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Forex Screener Tradesfin mit Mark Screening Webinar im neuen Jahr 2021. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXFED und freue mich, dass wir auch in diesem Jahr mit Manuel Lücke zusammen Ihnen den Forex Screener zeigen können und bedanke mich jetzt schon mal vorab für das Interesse und dass Sie heute live dabei sind. Bevor ich an den Manuel übergebe, müssen wir wie immer trotzdem einmal kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Informations- und Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen nicht den Inhalt, den Sie heute entsprechend gezeigt bekommen, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut. Dann, lieber Manuel, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß und bin sehr gespannt. Super. Dann stelle ich mal kurz den Bildschirm ein. Kleinen Moment. So, ich denke mal, dass das hier der richtige ist. Ja. Vielleicht kannst du mir noch mal ein kurzes Feedback geben, ob Ja, der Chart jetzt sichtbar wir ist. sehen dein Haus auf den Malediven, das ist alles da. Super. Das ist genau das richtige Bild, ja. Dann, ja, Nelson, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zum Forex Screener Webinar und ich hoffe, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind, dass Sie gesund sind und dass natürlich der Markt in Ihre Richtung läuft. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin der Entwickler und der Gründer vom Forex Screener und ich freue mich sehr, dass das Marktscreening immer ein größeres und bedeutenderes Thema wird. Und ich werde Ihnen heute in diesem Webinar erklären, warum das der Fall ist. Ich werde Ihnen ein bisschen das Marktscreening näher bringen. Ich werde Ihnen unseren Marktscreener, den Forex-Screener, vorstellen und werde Ihnen natürlich auch Neuerungen zeigen. Wir haben hier in jedem Webinar bis jetzt ein neues Feature vorgestellt. Und heute kommt ein sehr bedeutendes Feature, das sich die Community gewünscht hat. Und genau. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben zum Marktscreening oder allgemein, können Sie die natürlich immer schreiben. Ich werde zwischendurch versuchen, einen Blick auf die Fragen zu werfen und diese zu beantworten. Und dann freue ich mich schon auf die nächsten 60 Minuten mit Ihnen zusammen. Und ich habe hier mal im Hintergrund schon den Chart vom DAX geöffnet auf der H1, auf dem H1-Zeitintervall. Und ich werde Ihnen mal ein bisschen versuchen, ja, was quasi so die Naturgesetze des Marktes sind und wie Sie mit einem Marktscreener profitieren können. Und ja, der Chart ist jetzt natürlich zufällig geöffnet. Also ich hätte hier jeden beliebigen nehmen können. Und was ich Ihnen mal versuchen möchte zu verdeutlichen, ist, dass Sie, wenn Sie sich mal einen Chart angucken, das können Sie auch im Nachhinein mit anderen Charts tun, dann erkennen Sie immer gewisse Regelmäßigkeiten. Und zwar können Sie erkennen, dass es immer bestimmte Stellen am Markt gibt, die immer wieder angelaufen werden. Und es sieht dann so aus, als würde es da so eine Art ja, Widerstand geben oder Blockade geben. Und an diesen Stellen ist es quasi, also Sie müssen sich bewusst machen, Sie sind eine Art, Sie haben die Rolle des Reagierens am Markt. Und sobald der Markt eben an so einem Widerstand beispielsweise angekommen ist, dann können Sie eben gewissermaßen reagieren, da Sie wissen, okay, das ist jetzt eine Art Signal. Das gilt natürlich nicht nur für Widerstände insgesamt, sondern es gilt auch für jegliche Art von Aktion oder ja, Aktionen, die Ihnen geboten werden. Das können auch News sein, deswegen gibt es ja News Trader. Das können fundamentale Daten sein von Unternehmen beispielsweise. Das können einfach gewisse Ereignisse sein. Das kann zum Beispiel der Durchbruch des 52-Wochen-Hochs oder Tiefs sein. Das ist eben eine Aktion vom Markt und die bedeutet immer, dass der Markt eine gewisse Reaktion bietet. Und beispielsweise könnte man eben an einem Widerstand so reagieren, dass man sagt, okay, ich weiß, der Widerstand wird angelaufen. Ich schaue mir eben an, wie sich der Markt an genau solchen Stellen verhält.
Und wenn man die Patterns an diesen Widerständen richtig deuten kann, dann weiß man eben schon, dass man zum Beispiel in die entgegengesetzte Marktrichtung, also wie hier jetzt eine Korrektur läuft, oder andersherum kann es natürlich sein, dass dann ein Aufwärtstrend entsteht. Also es kann sein, dass sich der aktuelle Trend korrigiert. Es kann natürlich auch sein, dass der Trend sich komplett umkehrt. Und das hängt immer von der Situation ab. Und was Sie als Trader natürlich vorhaben, ist, Sie wollen solche Situationen finden. Also wenn der Markt jetzt, sagen wir mal, an solcher Stelle irgendwo in der Mitte liegt, zufälligerweise, dann haben Sie ja aktuell gar kein Signal und wissen vielleicht gar nicht, in welche Richtung der Markt jetzt gehen soll. Also beispielsweise in dieser Kerze, die ich gerade angeklickt habe, könnte es ja sein, wenn Sie sich in der Mitte befinden, dass sie nach unten geht. Deswegen haben wir eben den Docht. Oder dass es nach oben geht. Aber das wäre ein Ratespiel, was keiner von uns eingehen möchte. Wir wollen richtige Signale haben, die wir interpretieren können. Und damit wir unsere Chancen natürlich erhöhen, richtig zu liegen in der Vorhersage, wie sich der Markt verhalten wird. Und damit wir solche Signale finden können, gibt es Marktscreening. Und wir haben als Marktscreener den Forex-Screener entwickelt. Da finden Sie eine Vielzahl von Filtern, nach denen Sie den Markt scannen können. Da wird eben wirklich der komplette Markt überwacht. Also der komplette Markt heißt, Sie finden alle Assets, die Sie bei FXFlat finden können. Das sind mittlerweile schon über 300 Stück. Und diese werden eben nach den Kriterien, die Sie in dem Marktscreening auswählen können, überwacht. Und ich möchte Ihnen nochmal nahelegen, dass der Forex-Screener als Marktscreener an sich für Sie kostenlos ist, wenn Sie Kunde bei FXFlat sind. Sie können einfach mal auf unsere Webseite gehen, www.forex-screener.de, klicken auf Zugang erstellen, dann kommen Sie auf eine Seite, wo Sie einfach für FXFlat-Kunden den Forex-Screener gratis bekommen können. Falls Sie kein FXFlat-Kunde sind und es auch nicht vorhaben zu werden, dann können Sie den Forex-Screener auch monatlich mieten, auch kein Problem. Und ich gebe Ihnen mal eine kurze Übersicht, was Sie hier entsprechend finden. Also Sie haben hier zwei Arten von Elementen im Forex-Screener. Das sind einmal die normalen Filter und einmal haben Sie Gruppen, die wiederum Filter beinhalten. Und wie gerade eben als Beispiel schon angeführt, könnten Sie jetzt nach gewissen Kriterien suchen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Kriterium den RSI. Ich muss hier mal den einen Filter noch deaktivieren. Genau. Wenn wir den Filter aufklappen, dann sehen wir, wir haben hier verschiedene Optionen und wir können bestimmen, dass der RSI beispielsweise über 80 liegen soll. Und was im Hintergrund passiert ist, der Forex-Screener sucht mir nun alle Assets raus, die einen RSI-Wert von über 80 haben. Und Sie sehen dann hier solche Kacheln, das sind quasi ja ein Symbol beziehungsweise ein Asset. Und Sie sehen eben den jeweiligen Chart dazu. Und wenn Sie in den Chart dann mal hineinschauen, dann kann man eben sehen, in diesem Beispiel hat der Hongkong-Index einen RSI-Wert von über 80. So. Und als Beispiel hatte ich ja eben gesagt, dass wir nach gewissen Widerständen suchen können. Ich werde Ihnen mal ein Beispiel geben, ein einfaches, wie wir einen guten Widerstand finden, denn wir haben ja gerade eben den RSI-Indikator benutzt, welcher eher ein Momentums, ja, Kriterium ist. Und in der Suche können wir beispielsweise einfach mal nach Preismarke eingeben oder einfach nur Preis. Dann haben wir einen Filter, der nennt sich ja, Distanz zur nächsten Preismarke. Und wenn wir das Ganze auswählen, dann können wir uns alle Assets anzeigen lassen, die dicht an einer Preismarke sind. Zusätzlich kann ich hier noch ein Zeitintervall aussuchen, sodass mir das jeweilige Ergebnis immer nur auf einem gewissen Zeitintervall, also einem 15, angezeigt wird, weil
in diesem Filter ja beispielsweise alle Zeitintervalle dicht an einer Preismarke sind. Und wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf den Euro British Pfund, dann sieht man hier, dass der Ask und der Bid-Kurs eben sehr dicht an der 0,89er Marke ist. Ich kann das Ganze auch mal im Charts nochmal öffnen. Und wenn wir uns an die aktuelle Stelle begeben, dann sieht man hier schon die dunkelblau eingezeichnete Linie. Das ist quasi die 089er Marke. Und hier hat man eben eine Preismarke gefunden, die oft als Widerstand dienen kann. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Befindet sich der Kurs daran, hat eben entsprechend reagiert. Man darf eben auch nicht blind solche Märkte handeln, also nur weil er jetzt bei der Kurs dicht an der Preismarke ist oder diese berührt, sollte man nicht blind einsteigen, sondern man sollte auf gewisse Signale warten, um sich dann zu positionieren. Solche Signale können beispielsweise sein, dass solche Dochtbildungen stattfinden. Das kann man öfter sehen und dementsprechend gibt es dann eine Korrektur. Von der anderen Seite kann man das auch begutachten. Beispielsweise wird hier genau dieser Widerstand ja punktgenau angelaufen, um dann einfach aus der Korrektur, also die Korrektur wurde ja hier quasi gemacht, löst er seine Korrektur auf und geht in die Trendrichtung weiter. Genau. Wenn man jetzt mal sich die ganzen Filter ansieht, dann sieht man, dass es eben eher sehr, sehr viele sind und es sind auch nicht alles nur Widerstandsfilter. Also Widerstände ist ein Beispielkriterium, wonach Sie eben den Markt durchsuchen können. Aber ich kann Ihnen mal noch ein anderes Beispiel geben. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen auch die Strategie des Gap-Tradens. Und zwar gibt es zwischen den oder während der Markt zumacht, bewegt sich ja der Kurs so gesehen weiter, beziehungsweise wenn der Markt an einem Freitagabend schließt, dann wird er am Montag nicht zum gleichen Kurs eröffnen, da sich ja der übers Wochenende der Kurs so gesehen weiter bewegt, aber der Markt eben einfach geschlossen hat und man dort nicht handeln kann. Und eine sehr bekannte Strategie ist es, dass man zum Markt, also zur Markteröffnung, checkt, ob es eine Kurslücke gibt und sich so positioniert, dass diese Kurslücke geschlossen wird. Das normale Vorgehen, wenn man ohne Screener unterwegs ist, man müsste eben alle Assets durchklicken und prüfen, ob sich so eine Kurslücke ergeben hat über das Wochenende. Und das ist natürlich sehr mühsam. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Kurslücke vielleicht sogar schon geschlossen wurde, bevor man überhaupt reagieren kann. Deswegen haben wir zum Beispiel einen Filter. Da können Sie einfach mal Gap zum Beispiel eingeben. Tastatur funktioniert gerade nicht. Wunderbar. Kein Problem. Dann suchen wir das hier mal kurz raus. Hier haben Sie einen Filter, der nennt sich Gap-Größe, Wochenend-Gap-Größe. Da können Sie den kleinsten Wert auswählen. Das heißt, es sollen alle Assets angezeigt werden, die eine Wochenend-Gap-Größe von ja, größer als 0,001% haben. Das ist relativ zu sehen zum aktuellen Kurswert. Und wenn Sie das Ganze dann auswählen, dann erhalten Sie unten die Ergebnisse dazu. Und das Ganze wird eben auch sortiert nach der Gap-Größe, sodass das Asset oder das Symbol mit der größten Kurslücke übers Wochenende die erste Position einnimmt. Wenn wir uns den Chart dann anschauen, dann können wir sehen, die Kurslücke, die zeichne ich Ihnen mal kurz ein, die ist dementsprechend so groß, also diese blaue Markierung. Eine bekannte Strategie wäre es dann eben zu sagen, man setzt darauf, dass die Kurslücke geschlossen wird und würde dementsprechend nach der Markteröffnung short gehen in Richtung Kurslücke. Und das funktioniert auch oft, aber das funktioniert nicht immer.
Ich würde Ihnen bei dieser Strategie empfehlen, zu schauen, was es denn für Widerstände auch auf dem Weg gibt, bis die Kurslücke geschlossen wurde, sodass man hier auch hätte erkennen können, es gibt hier beispielsweise einen Widerstand, bis wohin die Schließung der Kurslücke läuft. Gerade in dieser Kryptowährung, die ja gerade in so einem starken Aufwärtstrend ist, ist es eben sehr unwahrscheinlich, dass der Markt komplett die Kurslücke Richtung Short geschlossen hätte, sodass man eben davon ausgehen kann, sie korrigiert ein Stück weit, aber eben nicht 100%. Und man muss eben nur noch herausfinden, bis wohin diese reagiert, sodass man hier ein bisschen hätte was mitnehmen können. Genau. Ich werde zwischendurch mal einen Blick auf die Fragen werfen. Genau, Fragen gibt es bisher noch keine. Das ist soweit ganz gut. Und ich werde den Moment mal nutzen, um Ihnen noch unser Add-on zu erklären. Das Forex Screener Add-on ist quasi ein Tool, welches den Marktscreener mit Ihrem MetaTrader verbindet. Und Sie haben hier eine extra Seite. Die sehen Sie quasi, wenn Sie rechts das Menü aufrufen und auf FS Add-on klicken, dann kommen Sie dementsprechend auf diese Seite. Dort können Sie das Add-on herunterladen. Sie können sich auch hier nochmal ein Video dazu angucken und dort wird Ihnen nochmal erklärt, wofür das Add-on quasi genau genutzt wird. Das erkläre ich Ihnen jetzt hier in diesem Webinar noch einmal. Und zwar, wenn Sie den Screener benutzen und angenommen, Sie suchen jetzt nach allen Assets, die über den Bollinger-Bändern geschlossen sind, also die quasi überkauft sind. Und jetzt wollen Sie sich das Ganze mal anzeigen lassen, klicken hier drauf. Dann haben Sie gerade gesehen, dass im Hintergrund im MetaTrader der Chart automatisch geöffnet wird. Also normalerweise müsste man ja das selber erledigen und sich das Ganze erstmal noch heraussuchen. Aber mit der Software im Einsatz, die sehen Sie oben rechts quasi, dass sie aktiv ist, wird Ihnen der Chart automatisch geöffnet. Darüber hinaus wird Ihnen noch der Indikator bzw. die Indikatoren werden Ihnen eingezeichnet, die Sie benutzt haben. Also in dem Beispiel habe ich ja gesagt, die Bollinger-Bänder, die sollen nach oben durchbrochen sein. Und dementsprechend werden mir auch die Bollinger Bänder eingezeichnet. Und Sie können auch hier sehen, dass quasi die Kerze, die zuletzt geschlossene Kerze, außerhalb des Bollinger Bandes liegt. Sodass wir quasi ja nochmal die Bestätigung dafür haben, dass unser Kriterium auch wirklich eingetroffen ist. Genau. Dann würde ich mal kurz fortfahren mit einem Hinweis, dass wir auch eine Facebook-Gruppe haben. Diese erreichen Sie einfach auf Facebook, wenn Sie nach dem Forex-Screener suchen. Und dort können Sie beitreten, wenn Sie den Forex-Screener benutzen. Wir haben dort aktuell ein paar Trade-Beispiele, beziehungsweise wird dort immer mal wieder was gepostet. Wir haben zum Beispiel einen Screenshot gemacht von der letzten Woche. Dort war der GBP kanadische Dollar gerade an einem Punkt, wo man sagt, der hat jetzt einen Widerstand erreicht. Ich hoffe mal, dass man das so ein bisschen sehen kann, aber hier hat man eben so den Widerstand, der sich so ein bisschen durchgezogen hat und der Kurs war eben genau an diesem Widerstand. Das haben wir in der Gruppe auch festgehalten. Im Hintergrund ist der MetaTrader geöffnet und Sie sehen eben genau diesen Chart mit den Widerständen. Und man kann hier eben sehen, dass genau an dieser Stelle der Markt auch reagiert hat. Also für alle, die das in der Facebook-Gruppe gesehen haben, die konnten eben den Short Trade mitmachen. Und für alle, die es nicht gesehen haben, sie sind gerne eingeladen, bei uns in der Gruppe mit dazu zu stoßen, damit sie auch keine Trades verpassen, auch wenn sie den Forex-Screener vielleicht in der Zeit gerade nicht genutzt haben oder gerade nicht vor dem Computer waren. Genau. Dann würden wir weitermachen und ich würde mal noch ein paar Filter vorstellen, die ja vielleicht ein bisschen für Inspiration sorgen oder wo es ein paar Unklarheiten gibt.
weil es ja eben eine ganz große Auswahl gibt. Und ich kann Ihnen einfach mal sagen, was es hier noch an beliebten Filtern gibt. Es ist eben sehr beliebt, zum Beispiel der Filter mit einer bestimmten Kerzenanzahl in Folge, beispielsweise grüne Kerzen. Dort können Sie aussuchen bzw. auswählen, dass Ihnen alle Assets angezeigt werden sollen, die mindestens so und so viele Kerzen in Folge gemacht haben. Also können Sie sagen, Sie wollen 8 grüne Kerzen mindestens sehen. Und wenn Sie dann in die Ergebnisse hineingehen, dann sieht man hier in dem ersten Ergebnis sind 11 grüne Kerzen in Folge sogar. Wenn Sie das auswählen, dann müsste das Ganze im Hintergrund auch geöffnet werden in dem Chart. Und Sie sehen hier die Serie an grünen Kerzen, die wir bekommen haben. Jetzt ist es natürlich für Sie die Frage, ob Sie dort einen Einstieg machen oder ob Sie warten, bis ich sag mal, der Kurs an einem Widerstand angekommen ist, weil der grüne Kerzen im Folgefilter eben mehr ein Momentumsfilter ist. Und wie Sie maximal profitieren können von den ganzen Screening-Filtern, ist eben die Kombination aus mehreren Filtern. Das heißt, Sie können mehrere Filter gleichzeitig benutzen und es ist empfehlenswert, eben zu kombinieren Momentumsfilter und Widerstandsfilter. Wenn Sie jetzt entsprechend zu den 8 grünen Kerzen in Folge noch einen Widerstandsfilter hinzufügen, dann haben Sie wahrscheinlich einen guten Trade, den Sie finden können. Und das werde ich mal für Sie probieren. Ich nehme jetzt einfach mal den Distanz zur Preismarke Filter hinzu und dann schauen wir mal, ob wir was gefunden haben. Nee, hier gibt es keine Ergebnisse. Es hängt einfach damit zusammen, dass es eben ein sehr außergewöhnliches Ereignis ist. Ne? Schauen wir mal, ob wir damit was erreichen. Das hier sieht nach einer guten Möglichkeit auf den ersten Blick aus. Genau. Also ich werde Ihnen jetzt mal kurz den Chart hier erläutern, den wir gerade gefunden haben. Die blaue Linie ist eben die Preismarke. Ich denke, den Chart hatten wir vorhin auch schon geöffnet gehabt. Und als rot wird uns quasi eben diese Serie von den roten Kerzen eingezeichnet. Und man kann jetzt hier sehen, normalerweise wird an dieser Preismarke, findet eben eine Reaktion statt an vielen Stellen. In unserem Falle ist der Kurs aber einfach durchgegangen, als wäre die Preismarke gar nicht da gewesen. Was ich empfehle für Sie ist, schauen Sie sich die Charts immer auf höheren Zeitintervallen an. Also gehen Sie zum Beispiel auf den Tageschart und prüfen erstmal grob, in welche Richtung geht denn der Markt gerade eigentlich. Und hier können Sie gerade sehen, aktuell geht der Markt in keine richtige Richtung. Also wenn man es genau nimmt, dann wäre das jetzt hier vielleicht ein Ansatz für ein Shortmarkt, weil das Tief hier eben ein bisschen tiefer ist, weil das Hoch hier etwas tiefer ist als das letzte Hoch. Aber das aktuelle Tief ist quasi auch auf einer gleichen Höhe. Von daher würde ich mal sagen, ist es eher ein Seitwärtsmarkt. Und man hätte jetzt hier die Chance, da man an dieser Preismarke ist, nach einem Long Ausschau zu halten. Das ist hier jetzt aber kein eindeutiges Pattern. Deswegen würde ich an Ihrer Stelle hier gar keinen Einstieg machen, sondern würde zurück in den Screener gehen, um dann mal zu schauen, ob es weitere Trade-Möglichkeiten gibt. Und wenn Sie das quasi mit dem aktuellen Setup nicht finden, dann können Sie natürlich auch die Filter beliebig austauschen. Also Sie können beispielsweise auch einfach mal komplett neue Filter nehmen. Es gibt zum Beispiel auch das Trading nach Pivotpunkten und das möchte ich Ihnen mal ganz kurz vorstellen. Und zwar muss ich nur mal schauen, wo wir die Pivotpunkte haben. Genau. Hier haben wir zum Beispiel einen Filter mit, da können Sie sagen, ob der Kurs über oder unter den Pivotpunkten liegen soll, aber wir suchen eher nach den Distanzen zum
zu den Pivotpunkten. Und ich wähle jetzt einfach mal den Pivotpunkt S2 aus und sage, dass der Kurs sehr dicht an diesem Punkt liegen soll. Hinzu möchte ich auch noch fügen, dass wir nur nach Fools Ausschau halten auf dem Zeitintervall 15. Und dann haben wir hier entsprechend ein paar Ergebnisse gefunden. Und wir müssen einmal überprüfen, ob das Ganze hier ja valide ist. Und hier haben Sie verschiedene Linien eingezeichnet. Das macht das Add-on eben für Sie. Hier haben Sie einmal beispielsweise die gelbe Linie eingezeichnet. Das ist quasi der Pivotpunkt P. Dann haben Sie den, ja, den, eine hellblaue Linie eingezeichnet. Das ist der Pivotpunkt R1. Dann haben Sie natürlich auch noch den Pivotpunkt R2 und R3. Und auf der anderen Seite natürlich die Pivotpunkte S1 bis S3. Für diejenigen, denen die Pivotpunkte bis jetzt noch nicht sagen, eine ganz kurze Erklärung. Die Pivotpunkte, die beziehen sich eben immer auf den Vorhandelstag, also dementsprechend den Zeitraum von gestern, den sieht man hier durch die gestrichelten Linien gekennzeichnet. Und das ist eine bekannte Formel, nachdem die 7 Punkte berechnet werden. Bei den Punkten kann man dann sagen, die dienen auch als Widerstand. Man kann es hier erkennen, dass zum Beispiel der Pivotpunkt R1 ist so ein Punkt, wo sehr stark reagiert wird. Das sieht man hier an manchen Stellen. Dann hat man eben am Pivotpunkt R1 hat man ja auch oft eine Reaktion. Und an dieser Formel kann man eben sehen, wenn der Kurs gerade sich an einem dieser Punkte befindet, dann kann man davon ausgehen, dass man sich, bereithalten kann, um einen Einstieg zu leisten. Aktuell befindet sich der Kurs jetzt unter dem Pivotpunkt S2 und dicht daran. Und wenn es jetzt dazu käme, dass der Kurs eben sehr stark nach unten ziehen wird, beziehungsweise sich oberhalb ein Docht bilden würde oder noch ein Docht, dann hat man eben diese Price-Action-Signale und kann den Markt shorten an dieser Stelle. Man sollte sich, wie gesagt, auch den Markt auf dem höheren Zeitintervall mal angucken, um das Ganze in der Großwetterlage zu bestätigen. Und hier hat man eigentlich auch die Bestätigung, dass wir uns in einem Abwärtsmarkt befinden. Also wenn wir das mal so sehen, dann haben wir hier die Punkte so eingezeichnet. Und aktuell sind wir eben genau an diesem Punkt, der von unten angelaufen wird. Von daher spricht es eben dafür, dass der Markt hier einen guten Short-Einstieg für uns liefern wird oder vielleicht auch sogar hier. Das hängt dann eben immer von der Situation ab, die der Markt uns geben wird. Genau. Dann würde ich noch mal einen Blick in die Fragen werfen. Falls Sie Fragen haben, können Sie uns das gerne stellen. Genau, hier gibt es einmal die Frage beziehungsweise die Feststellung, dass im MetaTrader 4 die Indikatoren nicht angezeigt werden. Und darauf möchte ich mal kurz eingehen. Und zwar habe ich hier aktuell den MetaTrader 5 in der Benutzung. Und der MetaTrader 5 bietet eben für Entwickler mehr Funktionalität, also für Entwickler und natürlich auch für Sie als Anwender. Der MetaTrader 5 gibt unter anderem die Software bzw. die Plugins, die man entwickelt, denen wird die Möglichkeit gegeben, dass man auch Indikatoren in den Chart einfügen kann. Der MetaTrader 4 hat diese Funktionalität leider nicht, dass man das automatisch einzeichnen kann. Und deswegen wird das Ganze für die MetaTrader 4 leider nicht unterstützt. Wenn Sie also das Add-on benutzen, dann empfehle ich es Ihnen, für den MetaTrader 5 zu benutzen. Ansonsten können Sie das natürlich trotzdem nutzen und der Chart wird automatisch auch gewechselt, je nachdem, was Sie als Screening-Ergebnis angeklickt haben. Aber der Indikator kann wegen der
ja, wegen der Funktion, die nicht unterstützt wird, die Indikatoren leider nicht einzeichnen. Das ist das große Problem. Genau. Ansonsten, falls Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Ich würde ansonsten mal zum nächsten Punkt übergehen, und der wäre, ja, das wären eben so ein bisschen die Neuerungen, die der Forex Screener mit sich bringt. Und zwar haben sich ja, das habe ich im letzten Webinar auch schon vorgestellt. Ich würde Ihnen das auch in diesem Webinar nochmal vorstellen. Wir haben die Möglichkeit, dass Sie Filter-Setups speichern können. Ich würde Ihnen das nochmal kurz als Beispiel zeigen. Angenommen, Sie haben für sich, beziehungsweise Sie haben eine Trading-Strategie, die Sie mit dem Marktscreening abbilden. Sie wollen nach allen Assets suchen, die beispielsweise Forex sind, sich auf dem M15-Intervall befinden, und dann wollen Sie auch, dass der RSI beispielsweise unter 20 liegt. So. Dann haben Sie quasi so ein Setup, und Sie wollen das Setup jetzt nicht jedes Mal händisch wieder eingeben, sondern Sie wollen das Ganze abspeichern. Und das können Sie oben tun, indem Sie das Ganze einfach anlegen mit einem Namen. Also können Sie dann einfach frei hineinschreiben. Was? Oh, kleinen Moment. Ja, ich kann jetzt gerade nicht tippen, weil die Tastatur nicht funktioniert. Es tut mir leid. Sie können das Ganze dann einfach mit einem Namen versehen und auf Speichern klicken, und danach können Sie dieses Filter-Setup einfach wieder aufrufen und müssen dementsprechend nicht jedes Setup einzeln mit den Filtern wieder eingeben. Das war die Neuerung vom letzten Webinar, und im aktuellen Webinar haben wir ein neues Feature. Das ist ein neuer Filter, den sich viele Trader aus der Community gewünscht haben. Und dabei geht es um die automatische Pattern-Erkennung bzw. Chart-Formation-Erkennung. Und Sie können das Ganze eben hier erkennen, unten. Da gibt es eine neue Gruppe, falls Sie die schon gesehen haben. Die nennt sich Double Top bzw. Double Bottom. Und dort können Sie in dem Filter aussuchen, dass Sie beispielsweise sich alle Assets anzeigen lassen wollen, die einen doppelten Boden haben oder ein doppeltes Hoch gemacht haben. Ich wähle das Ganze jetzt einmal aus, und aktuell wurde dort nichts gefunden. Ich werde mal kurz die anderen Kriterien rausnehmen, logischerweise. Genau. Und dann sieht man hier die beiden Charts, die gefunden wurden mit dem Kriterium, ein Double Bottom zu haben. Ich wähle das Ganze einmal aus. Und man sieht eben, im Gold hat man eine automatische Pattern-Erkennung. Es wurde hier ein doppelter Boden gefunden. Das ist quasi auch so ein bisschen, also im deutschen Raum auch bekannt als W-Formation. Heißt quasi, der Kurs muss wieder auf der Höhe von dem Mittelstück sein, und das W wird dann quasi an der Stelle abgeschlossen, damit das Ganze als gültiges Pattern zählt. Also ich kann Ihnen das Ganze nochmal so einzeichnen. Genau. Das ist dann eigentlich eher so als Abschluss eines Trends zu erkennen, beziehungsweise wenn Sie das Ganze eben in einem Downtrend finden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Trend sich nun umkehren wird. Darüber kann man sich aber eben streiten. Also es gibt viele Trader, die sagen, denen ist das eben auch egal, ob das jetzt am Ende eines Trends eingezeichnet wird oder ob das in einem Seitenmarkt eingezeichnet wird, weil die Formation an sich eben auch ein Signal für Sie ausstrahlt, dass es eben einen Widerstand gibt, der doppelt angelaufen wurde und der entweder hart durchbrochen werden muss oder der eben abgeprallt wird, sodass in diesem Beispiel der Markt weiter nach oben gehen kann. Beispielsweise. Ich kann mal noch das andere. Den anderen Chart, der jetzt gefunden wurde, auch öffnen.
Genau, dort haben wir eben das gleiche Beispiel, also die gleiche Formation, nur als anderes Symbol. Und ja, man kann hier eben erkennen, dass das Pattern wieder so abgebildet wurde. Und wenn es jetzt dazu käme, dass der Markt beispielsweise ein höheres Hoch als nächstes ausbilden würde, dann wäre das jetzt ein Zeichen dafür, dass der Markt in einen Aufwärtstrend hineinlaufen würde. Es kann aber natürlich auch sein, dass das letzte Hoch, was gemacht wird, wieder nur angelaufen wird und der Markt hier in so eine Seitwärtsphase verfällt. Sie haben eben immer dieses übergeordnete Pattern, was Sie mit dem Fullscreener erkennen. Und für Sie ist es dann eben wichtig, wie Sie das Ganze deuten. Beispielsweise sieht man das anhand von den Dochten. Also wenn Sie hier einen Docht haben und hier wieder ein Docht haben an so einem Widerstand, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass der Kurs oder dass die Kaufkraft nicht groß genug ist und in eine Korrektur hineinlaufen wird. Hier haben Sie quasi genau wieder das nächste Beispiel. Also hier haben Sie sowas wie einen umgedrehten Hammer. Hier. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass der Markt in die Short-Richtung laufen wird und Sie sich da hinein positionieren können. Und da viele Trader sich dieses doppelte Top bzw. den doppelten Boden gewünscht haben, gab es da auch viel Diskussionsbedarf. Wie sieht denn überhaupt so ein Doppeltop aus? Welche Kriterien müssen erfüllt werden? Und da sind wir auch so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass es für viele auch schon zu spät ist, wenn der Markt quasi das W schon abgeschlossen hat. Also wenn wir jetzt an dieser Stelle hier schon sind. Es gibt nämlich viele, die natürlich dann, wenn der neue Trend startet, schon investiert sein wollen. Und die Trader wollen dann lieber an solch einer Stelle einsteigen, beziehungsweise erstmal informiert werden, ob oder beziehungsweise darüber informiert werden, dass man sich an so einem Punkt jetzt befindet, an so einem Widerstand befindet. Und dafür haben wir einen zweiten Filter. Ich muss mal kurz die Seite neu laden. Dafür haben wir einen zweiten Filter entwickelt. Den sehen Sie in der gleichen Gruppe, jedoch heißt dieser potenzielle Double-Formation. Und darin finden Sie eben, beziehungsweise wenn Sie diesen Filter nutzen, dann finden Sie alle W- oder M-Formationen, die noch nicht abgeschlossen sind, sondern sich gerade zu einem W oder einem M ausprägen können. Das würde ich Ihnen an der Stelle auch mal kurz zeigen. Und schauen wir nochmal, ob wir ein gutes Beispiel finden. Ich denke, hier haben wir ein gutes Beispiel. Hier haben wir sogar ein paar Lücken mit drin, weil es eine Aktie ist und da ist der Markt zwischen den Tagen auch immer zu und kann sich natürlich verändern. Aber ich werde es Ihnen an diesem Beispiel trotzdem mal zeigen, dass wir hier quasi ein Doppeltop, welches gerade in der Ausbildung ist, erkannt haben. Also dieses doppelte Top ist natürlich kein vollständiges Doppeltop, sondern man ist gerade an diesem zweiten Zipfel angekommen. Und wenn der Markt, so wie hier, so einen inversen Hammer ausbildet, dann ist das Ganze schon ein Short-Signal. Und es würde Sinn machen, an dieser Stelle eben den Markt zu shorten. Das wäre ein Signal. Das hängt natürlich dann auch davon ab, wie die nächste Kerze verläuft. Und man sollte den Stop-Loss eben auch ziemlich eng setzen. Also enger ist an dieser Stelle, man könnte ihn hier hinüberpacken. Und dann könnte man positioniert sein für einen Abfall im Markt. Ich schaue mal, ob wir noch ein zweites gutes Beispiel haben. Ja, hier haben wir noch ein super Beispiel. Hier sieht man
Der Markt ist gerade dabei, so einen Doppeltop auszubilden. Und wir sind gerade genau in dieser frühzeitigen Erkennung. Und es ist, wie gesagt, kein vollständiges Doppeltop, sondern es ist gerade dabei, eins zu werden. Es muss natürlich keins werden. Was gerade dagegen sprechen würde, ist, wir haben hier so einen Hammer, also ziemlich langer Docht nach unten. Und diese Kerze spricht eher so für den Aufwärtstrend. Aber die Formation könnte sich quasi, also wenn jetzt diese Kerze nicht da gewesen wäre, dann könnte sie sich dennoch zu einem Abwärtstrend drehen, sage ich mal. Und es würde Sinn machen, sich hier short zu positionieren. Man muss natürlich hier ein bisschen achtsam sein, da der Trendverlauf gerade einfach nach long aussieht. Also man hat hier einen sehr gesunden Aufstieg. Und es würde hier natürlich auch Sinn machen, vom Markt gesehen, dass man einfach den Aufwärtstrend hier weiterführen würde. Und genau, deswegen ist das der zweite Filter sozusagen auch mit Vorsicht zu genießen. Also wenn Sie da auf der sicheren Seite sein wollen, dann nutzen Sie einfach das normale Double Formation Filter. Und falls Sie eher risikoreich unterwegs sind, schon früh in den Trend einsteigen wollen, dann können Sie hier auch den potenziellen Double Top oder Bottom Filter nutzen. Genau. Dann hoffe ich mal, dass ich damit viele, also die Nachfrage erstmal ein bisschen gestillt habe. Es ist natürlich erstmal nur ein Formationsfilter. Es soll natürlich noch weiteren zukommen. Aber man sollte auch mal dazu erwähnen, dass dieser Filter gerade auch noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase ist. Das ist gerade die erste Version von dem Double Formation Filter. Und es kann sein, dass Sie auch in der Auswahl von den Ergebnissen nicht alle Patterns so aussehen wie geleckt, sage ich mal, sondern dass es auch welche, dass auch Patterns erkannt werden als M- oder W-Formationen, die nicht wirklich danach aussehen. Wir sind gerade noch dabei, diesen Filter eben weiter zu adjustieren, wollten aber schon mal damit live gehen, damit Sie auch ein Feedback senden können und uns einfach mal eine positive oder negative Nachricht hinterlassen können und sagen, das ist das, was wir gebraucht haben oder nee, die Erkennung, die gefällt uns noch nicht ganz gut. An der Stelle kann man auch mal sagen, dass der Community-Einfluss eben sehr groß ist von dem gesamten Forex-Screener-Projekt. Sie können uns gerne einfach eine Nachricht schicken an mail@forex-screener.de und Ihren Einfluss auch hinterlassen. Wir haben das ganze Projekt so gestaltet, dass wenn die Nachfrage für gewisse Features sehr hoch ist, dann können Sie, dann werden wir diese eben umsetzen. Wir nehmen das Ganze immer mit auf unser Ideenboard auf. Das letzte Feature mit den Filter-Setups kam eben auch aus der Community und wenn weitere Filter benutzt werden, um gewisse Kriterien im Markt zu erkennen, dann werden wir diese natürlich auch umsetzen, wenn die Nachfrage hoch genug ist. Genau. Dann haben Sie hier beispielsweise auch noch als Pattern-Filter die, ja, ich sag mal, eine neue Kategorie. Dort haben Sie vielleicht auch gesehen, gibt es eben diesen Bullish- oder Bearish-Engulfing-Filter. Den können wir auch einmal anwenden und dann sehen Sie, zeige ich Ihnen mal kurz, wie dieser funktioniert. Da müssen wir einmal reinzoomen. Wir haben jetzt den Bullish Engulfing Filter und dieser greift immer für die letzte abgeschlossene Candle. Prinzipiell greifen eigentlich fast alle Filter für die zuletzt abgeschlossene Candle. Das liegt einfach daran, dass ich die aktuelle Candle eben noch ins Gegenteil entwickeln kann. Also Sie wollen ja auch nicht etwas screenen, was im Endeffekt dann nicht vom, wenn Sie den Markt oder den Chart dann öffnen, was dann gar nicht mehr existent ist, sondern Sie wollen, dass das eben schon abgeschlossen ist, damit Sie das Ganze auch nachvollziehen können. Und in diesem Beispiel haben wir eben ein Pattern, welches das bullische Engulfing abbildet für die zuletzt abgeschlossene Kerze. Und für die, die es nicht wissen, bullish Engulfing bedeutet quasi sowas wie ein Außenstab, also die Kerze umschließt quasi die Vorkerze. Das heißt, diese Kerze hier hat ihr Tief
unter dem Tief der Vorkerze und das Hoch ist auch höher als das Hoch der Vorkerze. Und das ist eben ein Momentumspattern. Diesen Filter können Sie beispielsweise nutzen, wenn Sie sich an dem Widerstand, an einem Widerstand befinden oder eben auch, wenn Sie schon ein W- oder ein M-Pattern benutzen und zusätzlich noch den Engulfing-Filter mit anwenden, dann haben Sie eben eine doppelte Bestätigung, dass der Markt in ja entweder Aufwärtsrichtung oder Abwärtsrichtung geht. Das können wir auch natürlich mal zusammen versuchen hier zu kombinieren. Suchen wir uns einfach mal einen doppelten Boden aus mit einem bullischen Engulfing-Pattern und dann schauen wir mal, okay, da haben wir jetzt leider kein Ergebnis gefunden. Es liegt einfach auch daran, dass ja, dass das gerade der Markt einfach nicht hergibt, also dieses Setup. Dann können Sie sich einfach nach anderen Setups Ausschau halten und dann finden Sie auf jeden Fall was. Ich würde jetzt nochmal einen Blick in die Fragen werfen und schauen, ob ich noch was beantworten kann. Genau, hier wurde gefragt, ob die Schnittpunkte vom SMA 20 und SMA 80 angezeigt werden können. Hier. Also wir haben hier eine Gruppe. Ich muss das Ganze mal kurz hier hinaussuchen. Genau, und zwar haben wir eine Sektion, die heißt Eventfilter. Und in dieser Sektion haben Sie Filter, ich kann Ihnen das mal zum Beispiel anhand des SMA-Crosses erklären. Wenn Sie zwei SMA haben, die sich miteinander gecrossed haben, dann ist es sozusagen ein kleines Event. Und genau nach solchen Ereignissen können Sie in dieser Sektion eben Ausschau halten. Dann haben Sie hier ein Filter, wo Sie nach SMA 20 kreuzt SMA 50 suchen können. Und Sie können dann in der Filterauswahl sagen, das Ganze soll vor beispielsweise einer Kerze passiert sein oder das Ganze kann auch schon ein bisschen länger her sein, also beispielsweise auch vor 10 Kerzen, falls das in Ihre Strategie passt. Und wenn Sie das ausgesucht haben, dann wird Ihnen das Ganze natürlich in der Ergebnisliste wie gewohnt angezeigt und Sie müssen sich das nur noch aussuchen. Lassen sich das im Hintergrund öffnen. Und das Add-on zeichnet Ihnen die beiden SMA ein. Hier haben Sie den schnelleren SMA und den trägeren SMA, also sprich den 20er und den 50er, die sich genau hier gekreuzt haben. Und dementsprechend ist das Ganze in der Auswahl für Sie mit dabei. Also wenn Sie eben die Strategie haben, dass Sie nach SMA-Crosses handeln wollen, dann ist das genau Ihr Filter. Wir können auch mal schauen, ob ich hier noch etwas auf einem kurzfristigen Intervall gibt. Ah ja, hier haben wir zum Beispiel Silber auf Minute 1. Können wir das mal anklicken. Und das Ganze ja, ist halt schon 2 Minuten gerade her, seitdem ich das ausgewählt hatte. Und wir sehen, der schnellere SMA hat quasi den langsameren SMA gekreuzt. Das wäre ja, vielleicht je nach Strategie ein Zeichen dafür, dass der Markt gerade überkauft ist und dementsprechend könnte man hier dann Short einsteigen. Das hängt immer dementsprechend ab, je nachdem, wie Ihre Strategie ausgerichtet ist. Es gibt ja auch Leute, die handeln, wenn der schnellere SMA den langsameren von oben nach unten kreuzt, dann ist das für manche ein Zeichen, dass man Short gehen soll. Das ist von Ihnen individuell abhängig. Hier hätten Sie zum Beispiel den schnelleren SMA, der den langsameren von unten nach oben kreuzt, als Einstiegssignal für einen Aufwärtsmarkt. Und da müssen Sie eben schauen, wie Sie Ihre Strategie damit verpacken können. Genau. Dann widme ich mich weiter den Fragen. Hier gibt es noch die Frage, ob das Screening auch nach Markttechnik funktioniert. Aktuell gibt es das Screening nach Markttechnik so gesehen nicht. Also hier wäre auch mal genauer zu spezifizieren,
was dort wünschenswert wäre. Also zum Beispiel, wenn gerade ein neuer Aufwärtstrend anfängt, sprich, ich habe das zweite Mal, dass das Hoch höher ist als das alte Hoch oder wie auch immer, weil das am Ende des Tages so ein bisschen Interpretationssache ist. Was möchte ich denn eigentlich genau erkennen? Und es sind aber schon Filter für die Markttechnik geplant. Also wenn als nächstes stehen die Chartformationen auf der Liste, die umgesetzt werden sollen. Angefangen hat das Ganze jetzt mit dem M und den W-Pattern, das wir jetzt schon online haben. Und danach gibt es natürlich noch andere Sachen, die wir erstmal implementieren wollen. Zum Beispiel die Erkennung von Dreiecken oder die SKS-Formation. Und das Ganze wird natürlich noch ein bisschen Zeit beanspruchen. Und wenn das einmal umgesetzt ist, dann werden wir uns auch der Markttechnik noch widmen. Falls Sie dazu noch Anregungen haben oder Wünsche haben, dann können Sie uns diese natürlich einfach zuschicken per E-Mail und wir nehmen das dann entsprechend auf unser Ideenboard mit auf und lassen das dann einfließen. Genau. Dann haben wir jetzt noch 10 Minuten Zeit. Ich würde das Ganze mal nutzen, um noch mal kurz unsere Webseite vorzustellen. Und zwar, wenn Sie auf forex-screener.de gehen, können Sie sich einen kostenlosen Zugang erstellen lassen, wenn Sie FX-Flat-Kunde sind. Und Sie müssen einfach auf Zugang erstellen klicken. Dann kommen Sie entsprechend auf die Seite, wo Sie noch mal aussuchen können, bei welchem Broker Sie sind. Und können dort ihre persönlichen Daten eingeben, damit sie eben zugeordnet werden können von FX Flats und diese wiederum einen Account für sie erstellen können. Sie werden dann einfach per E-Mail benachrichtigt mit ihren Zugangsdaten und falls sie dann noch Fragen haben oder Probleme haben, dann können sie sich jederzeit an uns wenden von ForexScreener, am besten per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist mail@forex-screener.de. Und wir sind auch in den sozialen Kanälen natürlich präsent. Wir haben einen YouTube-Kanal, uns finden Sie auf YouTube. Uns gibt es auch auf Facebook natürlich. Unten haben wir die beiden Links dazu eingebaut. Auf unserer Facebook-Seite finden Sie immer wieder News, falls wir neue Features veröffentlichen oder auch ab und zu mal einen Trade posten. Dann können Sie da live mit dabei sein. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie teilweise Strategien, die vorgestellt werden, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Oder falls Sie einfach mal sehen wollen, wie ein Trade quasi komplett eingegangen wird, mit welchen Strategien wir so arbeiten, dann können Sie da mal vorbeischauen. Genau. Ansonsten, ja, würde ich langsam auch schon zum Schluss kommen. Fragen gibt es aktuell keine weiteren. Ich würde mir von Ihnen einfach wünschen, dass Sie sich vielleicht, ja, also falls Sie Wünsche haben, uns die einfach zukommen lassen und natürlich auch Fragen. Und dann freue ich mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ja, wünsche Ihnen dann einfach noch einen angenehmen Abend. Ja. Natürlich Super. profitable Trades und bleiben Sie gesund. Vielen, vielen Dank, Manuel. Ja, ich bin wieder erstaunt, wie mächtig das Tool wird und gefällt mir immer mehr. Und die Aufzeichnung wird es geben. Die hat jetzt alles schön aufgezeichnet und sobald wir entsprechend hier das verarbeitet haben, dann finden Sie das wie gewohnt bei uns auf der YouTube-Seite. Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch bei Ihnen, dass Sie auch aktiv hier mitgemacht haben. Vielen Dank für das Interesse. Noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche, dir natürlich auch, Manuel, aber wir hören und schreiben uns ja und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Also bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.